Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Und genau solche Fehler solltet ihr lieber nicht machen. Servus Leute, ich bin's Canutano und wie ihr seht, sind wir heute mal wieder in der Küche und haben heute was ganz Besonderes vor. Die letzten Tage konnten wir leider nicht aufnehmen, weil unsere Handykameras ein bisschen gesponnen haben, weil es zu warm ist. Aber jetzt haben wir ein bisschen aufgerüstet und haben eine bessere Kamera geholt. Wir werden heute Pide machen. Ihr kennt ja Pide schon aus meinem Istanbul-Video, wo ihr das gesehen habt, dass es ganz frisch zubereitet worden ist. Hier in Deutschland ist es eher so, dass die Pides eher lieblos im Dönerschaufenster liegen. Wir werden aber heute ganz frisch erst den Teig vorbereiten, dann die Hackfleischfüllung und danach kommt wieder was Besonderes. Wir haben extra noch einen Pizzastein dazu gekauft, damit wir heute die Pide nicht backen, sondern grillen können. Ich bin gespannt. Ich mache zum ersten Mal Pide und benutze auch zum ersten Mal diesen Pizzastein. Schaut uns zu, ob wir das hinkriegen. Ich bin auch gespannt. Und jetzt fangen wir an. So Leute, wir fangen mit dem Teig an. Diesmal werde ich es nicht mit der Hand kneten, sondern werde eine Maschine verwenden. Für den Teig brauchen wir Weizenmehl, Zucker, ein Ei, Trockenhefe, Joghurt, Sonnenblumenöl und natürlich Salz. Was jeder von euch zu Hause auch noch haben sollte, lauwarmes Wasser. So, wir wiegen mal alles ab. Wir tun ein Vollei rein. Dann brauchen wir 50 ml Sonnenblumenöl. Passt perfekt. Dann tun wir 100 ml Joghurt rein. Wir haben hier den mit 3,5% Fett. Ich muss aufpassen. Passt. Dann brauchen wir noch 100 ml Wasser. Dann brauchen wir noch 2 Kaffeelöffel Zucker, damit dann auch die Hefe aktiviert wird. Einmal, zweimal. Dann tun wir noch eine Packung Trockenhefe rein. Und natürlich nicht vergessen, 10 Gramm Salz. Das passt. Und ganz wichtig natürlich bei einem Teig, das Mehl. Wir brauchen 600 Gramm Mehl. So Leute, jetzt nachdem wir hier alles in der Schüssel haben, werde ich es mir ganz einfach machen. Hole mir hier meine Teigmaschine, setze es in die Maschine. Dann brauche ich natürlich den Aufsatz. Da benutze ich den für extra für Teig. Und jetzt sind wir eigentlich schon so weit, dass wir das hier runtersetzen können. Und die Maschine schon mal loslegen kann. Ich lasse jetzt die Maschine mal für 2 Minuten laufen und dann sehen wir mal rein, wie das aussieht. So Leute, die 3 Minuten sind jetzt um. Wir schauen jetzt einmal rein. Und wie ihr seht, der Teig sieht super aus und das reicht auch für unsere Vorhaben. So sieht unser Teig jetzt aus und wir werden den Rest mit der Hand kneten. So Leute, wie ihr seht, der Teig sieht super aus. Das hat jetzt nicht einmal 3-4 Minuten gedauert. Mit der Teigmaschine geht es halt viel schneller. Die tun wir jetzt wieder zurück in die Schüssel. Wir werden das mit ein bisschen Mehl überstreuen. Und werden anschließend das mit Frischhaltefolie überdecken. So Leute, wir haben jetzt die Frischhaltefolie drauf getan. Wir lassen das jetzt erstmal für eine halbe Stunde ruhen. Dann werden wir es portionieren und danach werden wir es nochmal für eine halbe Stunde ruhen lassen. Bis gleich. Die halbe Stunde ist jetzt um. Unser Teig hat sich ein bisschen vergrößert. Schaut mal, wie das jetzt inzwischen aussieht. Wir werden es jetzt erstmal portionieren und danach nochmal eine halbe Stunde warten lassen. Wir werden jetzt 100 Gramm immer jeweils abwiegen. 130, das ist ein bisschen zu viel. Okay, wir machen dann so, wir werden 150 Gramm abwiegen. Wir machen etwas größere Pide. Und sobald wir hier den Teigballen haben, werden wir das zu einer Kugelform kneten. Dazu mache ich eine Kugelform und dann nehme ich die äußeren Schichten und drehe sie in die Mitte. Und somit hätten wir einmal 150 Gramm Teig. Und das mache ich mit allen anderen auch. So Leute, jetzt haben wir auch den letzten Ballen. Den tun wir jetzt auch hier mal drauf. Wir werden das jetzt wieder mit Frischhaltefolie bedecken und dann eine halbe Stunde ruhen lassen.
So Leute, während sich die Teigkügelchen ausruhen und immer größer werden, werden wir euch zeigen, welche Zutaten ihr braucht für eine super leckere Hackfleischfüllung. Für unsere super leckere Hackfleischfüllung brauchen wir auch natürlich Hackfleisch. Dann brauchen wir Petersilie, 2 grüne Paprika, 1 Spitzpaprika, 2 mittelgroße Zwiebeln und dann noch 1 Tomate. Wir brauchen 400 Gramm Hackfleisch. Ich habe heute mal wieder etwas fettigeres Hackfleisch gekauft. So, das passt auch, 420 sind okay. Und ich sag's immer wieder, tut euer Fleisch oder Fisch sofort nach dem Abwiegen wieder ins Kühlregal. Da wie immer die grünen Enden abmachen. Wir brauchen ganz feine Stücke. Die Körner könnt ihr raustun. Und danach benutzt ihr, wie ihr es auch vom Adana-Video kennt, mit der Hebelwirkung hier diese Kraft, um die Spitzpaprika zu zerkleinern. So Leute, das ist fast die gewünschte Größe, die wir wollen. Das tun wir jetzt auch in die Hackfleischmasse rein. Dann machen wir das gleiche mit den grünen Paprika. Ihr habt gesehen, die ist jetzt ein bisschen aufgeplatzt, aber ist ja nicht schlimm. Upp. Das ist so wie Champagner. So, und die müssen wir auch in die gleiche Größe schneiden. So Leute, und wie auch bei den Spitzpaprika verwenden wir hier unsere Hebelwirkung, damit das alles schön zerkleinert wird. Das tun wir jetzt auch in die Hackfleischmasse rein. Dann nehmen wir uns die Zwiebeln vor, da wie immer einfach die Köpfe mal abschneiden. Dann durch die Mitte teilen. Anschließend die äußerste Haut entfernen. Und jetzt, wir brauchen ganz feine Zwiebelstücke, deswegen werde ich das hier einmal quer aufschneiden, dann längs und danach können wir schon anfangen zu schnibbeln und ihr werdet sehen, dass ihr sehr kleine Stücke Zwiebeln bekommen werdet. Schlack, schlack, Finger ab. Das wollen wir nicht. Jetzt tun wir unsere Zwiebeln auch in die Hackfleischmasse rein. Ups, da ist nichts mehr. Jetzt nehmen wir uns die Petersilie vor. Ich habe die schon gewaschen. Ich reiße mir einfach mal hier so ein Stück ab. Und das werde ich ganz einfach zerhacken. Man kann ja auch die Stiele mitessen, das ist gar kein Problem. Nur ich würde aufpassen, dass ihr dann nicht einzelne Blätter habt. Das riecht so gut gerade. Ich bin schon echt gespannt, ob wir das schaffen werden. Die Petersilie hatte auch fast die gewünschte Größe erreicht. Die werden wir dann auch in die Hackfleischmasse einarbeiten. Das riecht so schön gerade, so frisch. Als wäre ich am Strand in der Türkei. So Leute, als letztes nehme ich die Tomate. Die werde ich erstmal halbieren. Dann werde ich hier dieses Weiße, ich weiß gar nicht, wie das heißt, entfernen. Vielleicht weiß es einer von euch, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Die brauchen wir auch ganz fein. Da, ihr kennt schon meine Methode, erstmal längst. Leute, ich muss mein Messer schärfen. Es gibt nichts Besseres als ein scharfes Messer. Und jetzt sollte das auch in der Lage sein, das matschfrei zu schneiden. Genau. Man darf niemals Druck ausüben. Die Tomate muss eigentlich mit der Schärfe des Messers geschnitten werden. Dann hat man auch nicht so diesen Matsch. Und das tun wir auch hier in die Schüssel rein. So, ihr seht. Und was ganz wichtig ist, die ganze Flüssigkeit, die wir jetzt hier auf unserem Schneidebrett haben, das muss auch alles rein. Wir tun jetzt nochmal circa 10 Gramm Salz, das passt, und 10 Gramm Pfeffer rein. Ach, ich arbeite niemals so, ich mache einfach so. Meine Frau macht schon alles sauber, passt. So Leute, jetzt werden wir hier die Hackfleischmasse ordentlich durchkneten. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nicht mehr weiterkommt und dass sich nicht mehr zerkleinert, dann nehmt es in die Hand und dann zerdrückt es so richtig schön. So, meine Lieben, unser Hackfleisch sieht jetzt so aus. Es ist auch nicht so trocken, es hat eine gewisse Feuchtigkeit. Wir werden es jetzt gleich in den Kühlschrank reintun, damit es während der Zeit hier ordentlich gekühlt ist. Wir gehen jetzt auf den Balkon, werden den Grill auf 350 Grad vorheizen und den Pizzastein reintun. Und ich bin schon echt gespannt, ob wir das schaffen werden, heute leckere Pizza zu essen. Bis gleich! So, meine Lieben, wie ihr seht, wir haben wieder einen wunderschönen Tag. Zwar nicht so heiß so wie die letzten Tage, aber trotzdem sehr angenehm. Wir werden jetzt einmal unseren Grill anmachen. So Leute, wie ich schon vorhin gesagt habe, haben wir uns jetzt einen Pizzastein gekauft. Wir werden es jetzt reinlegen und auf 350 Grad erwärmen.
Leute, ich habe mir die Betriebsanleitung nicht angeschaut, aber ich hoffe, das wird schon klappen. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt fast soweit. Wir werden jetzt unsere Teigkügelchen formen. Ich zeige euch die mal. Die sehen inzwischen so aus, wie ihr natürlich klar erkennen könnt, sind die viel dicker geworden. Ich nehme mir mal eins raus. Magst du mal zeigen? Die sehen so richtig, so wie kleine Marshmallows aus. Und jetzt werden wir eins öffnen und belegen. Und danach werden wir es auf den Grill schmeißen. Ich bin gespannt, wie das sein wird. Bleibt dran. Leute, wir haben verkackt. Ich habe vergessen, den Grill zu reinigen für eine gewisse Zeit. Und wie ihr seht, es brennt unten. Und genau solche Fehler solltet ihr lieber nicht machen. Wir lassen es jetzt ausbrennen, kann man nichts machen. Wir werden trotzdem aber die Pide machen, scheiß drauf. So, meine Freunde, wir nehmen uns jetzt hier unser Teigstück. Der sieht super lecker aus, auf beiden Seiten. Ich tue mal ein bisschen Mehl auf die Oberfläche. Wir werden es einfach mal in die Länge öffnen. Natürlich, wenn ihr mehr Platz braucht, dann macht euch auch mehr Platz. So, meine Lieben, so zack, zack, zack. Wir drehen es auch nochmal einmal um und machen es auch von der anderen Seite. So, das hat schon eine perfekte Größe für mich. Das sieht schon ordentlich aus. Und jetzt nehmen wir uns hier natürlich einen Löffel und tun die Hackfleischmasse mal hier so verteilen. Ich mag es, wenn es eher dicker belegt ist. Daher nehmen wir uns ein ordentliches Stück Hackfleisch und tun es drauf. Dann anschließend verteilen wir das hier auf der Oberfläche. Das sieht für mich gut aus. Und jetzt kommt das Besondere. Hier an den Ecken falten wir das jetzt einfach so. Das ist jetzt keine Kunst oder keine Mathematik, sondern man faltet es einfach zusammen. Und hier an den Rändern klimmst man die so zu. Ich mache sie auch zum ersten Mal, ihr werdet es wahrscheinlich auch schaffen. Dann nehme ich hier meine super tolle neue Schaufel, bedecke ich auch mit ein bisschen Mehl und dann nehme ich hier meine Pide ohne viel Angst und tue es mir hier einfach auf meine Schaufel. Jetzt machen wir noch eins mit Käse, für alle Liebhaber mit Käse. Da habe ich hier Kaschkawal Kaschat. Wir brauchen jetzt wieder so ein Teigkugelchen. Den öffne ich jetzt auch. Genau, drehe ich einmal um. So, das reicht für meine Vorhaben. Den Kaschkawal öffne ich auch. Da nehme ich hier meine super Reibe und werde mal den Kaschkawal ordentlich aufreiben. Passt auf, nicht, dass ihr dann mit Plastik das aufreibt, weil sonst werdet ihr Plastik mit essen. So, für einen Pide, das sollte reichen. Ich mache es mal ganz kurz auf. So, mit ordentlich viel Kaschkawal, also Kaschalpenere. Das werden wir noch kurz würzen. Okay, ihr kennt mich, ich brauche immer ein bisschen mehr, weil sonst werde ich nicht glücklich. Das soll so richtig vor Käse triefen. So Leute, jetzt haben wir hier genug Käse drauf, würde ich mal sagen. Aber ich mache jetzt was ganz Besonderes. Ich nehme noch mal deutsche Käse. Hier, ihr kennt wahrscheinlich den Käseaufschnitt von Lidl. Da nehme ich mir mal einfach mal auch um für eine andere Geschmacksnote mal so einen Emmentaler. Und das tue ich jetzt auch hier drauf. Den machen wir jetzt auch ganz schön zu. Ich hoffe, dass es nicht nach hinten losgeht, weil, wie schon mehrmals gesagt, ich mache es zum ersten Mal. Lol, der lässt nicht mal schließen. Der sieht überhaupt nicht schön aus, aber solange der gut schmeckt, ist es für mich in Ordnung. Ich wollte eigentlich beide drauf tun, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst bekommen. Ich werde jetzt erstmal nur einen drauf tun, weil der liegt jetzt auch schon ziemlich lange drauf. Ich habe Angst, dass der dann nicht rutscht. Deswegen meliere ich jetzt noch einmal meine Schaufel. So Leute, wir beeilen uns jetzt ein bisschen. Hier, das passt hoffentlich. Und wir gehen jetzt mal rüber zum drinnen in den Grill. So Leute, wir haben jetzt die 400 Grad erreicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie es da drin aussieht, aber wir werden jetzt mal reinschauen. Das ist kein Pizzastein mehr. So Leute, ich mache es ganz schnell wieder zu. Also ich weiß jetzt nicht, warum der Stein so schwarz war. Ich glaube, das kommt vom Ruß. Wir werden euch unsere ehrliche Meinung sagen, wie es geschmeckt hat. Oder wahrscheinlich, ihr werdet gleich sehen, wie das aussehen wird. Wir holen uns jetzt noch den Käse. So Leute, wir melieren jetzt nochmal unsere Schaufel und nehmen auch nochmal den Kaschal mit. Und gehen jetzt wieder rüber. Wir werden jetzt kurz sehen, wie der da drin aussieht. Das hat ungefähr eine Minute gedauert. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, oder? Scheiß drauf. Oh nee. So Leute, das war voll der Fail. Wir machen das trotzdem mal zu. So Leute, jetzt sind 6 Minuten rum. Ich hoffe, dass es noch nicht verbrannt ist. Schauen wir mal rein. Es ist immer noch bei 400 Grad. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, oh. Oh.
Oh, Baby, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das ist beides nicht gut aus. Leute, es kann nur besser werden, wir machen noch ein paar. Lass uns hier kurz aufpassen. Leute, wir probieren es doch einmal gleich jetzt. Die sehen eigentlich gar nicht so schlecht aus, ich würde die schon essen. Aber für euch machen wir gleich welche neu. Wir haben jetzt noch eins gemacht. Leute, das ist so wie Live-Cooking. Ihr werdet gespannt sein, ob es am Ende passt. So Leute, wir tun das jetzt einfach mal rein. So Leute. Check mal. So. In 4 Minuten holen wir es wieder raus. So Leute, nach der herben Enttäuschung machen wir jetzt noch mal mehr. Diesmal tue ich mal ein bisschen weniger Belag rein, weil ich glaube, die sind einfach zu schwer, um zu kleben. Wir müssen jetzt kurz aufpassen, damit die anderen auch nicht verbrennen. So. Das sollte als Belag reichen, oder? Natürlich darf der Käse nicht fehlen. Und das reicht auch als Belag, würde ich sagen. Wir machen das jetzt noch einmal schnell zu. An die ganzen Dönermann da draußen. Respekt an euch, wie ihr das schafft. Ich werde es aber auch gleich schaffen. So Leute, wir werden nicht den gleichen Fehler machen. Ich werde mal zwischendurch reinschauen, wie das aussieht. Ganz normal, oder? Dreh's mal um. So, und wir holen jetzt gleich mal den nächsten. Ja. So, der vierte jetzt. Das braucht überhaupt keine Show, man legt es einfach hier so rein. Zack. Wir haben noch 2, kommt. So Leute, macht's lieber im Ofen. Wir haben brutal auf dem Grill verkackt. Das ist jetzt die letzte Chance. Hoffentlich wird's was. Aber ich glaube, heute wird der Jimbo nichts bekommen. Die machen jetzt auch nochmal zu. Den habe ich so richtig vollgeladen. So Leute, wir gehen jetzt auf den Balkon. Leute, ihr seht es, wie verschwitzt ich bin, aber für euch, ich probier's. Jetzt, das sind unsere letzten Chancen und hoffentlich hat's geklappt. Ja, hier ist auch verbrannt. Leute, das sind die beiden letzten Chancen. Ich hoffe, dass wir die unverbrannt rausholen werden. Eine Minute nur. Nur eine Minute, okay? Drückt uns die Daumen. Wir holen jetzt den letzten raus. Und danach werden wir das testen. Schauen wir mal rein, wie der letzte geworden ist. Oh, der sieht ja nicht ganz gut aus. Boah, der sieht echt am besten aus. Boah, wenigstens einen zum Testen. Ja. Das sieht echt gut aus, oder? Oh ja, der sieht echt gut aus, Mann. Okay, wir machen den Grill aus. Wir haben jetzt mehr oder weniger 6 Pides vor uns. Manche sehen besser aus, manche sehen schlechter aus. Ich nehme mir jetzt mal einfach einen. Der sieht unten so aus. Oder warte, gibt es einen schöneren? Ich nehme mal den hier. Ich werde es jetzt einfach mal teilen. Magst du es von der Nähe zeigen? So sieht der Spaß aus. Ich teile es mal. So Leute, ich probiere das jetzt nur für euch. Also es sieht nicht schlecht aus. Dafür würde ich kein Geld bezahlen. Also Leute, wenn ihr Pide machen wollt, ihr habt gesehen, wie das geht. Bitte macht es nicht im Grill. Ich dachte, ich baue jetzt mal hier etwas Geiles ein, indem wir jetzt den Grill benutzen und den Pizzastein. Scheiß drauf. Macht es einfach im Ofen. 180 Grad, 40 Minuten lang. Der Teig schmeckt eigentlich ganz gut. Und die Hackfleischfüllung auch. Aber wenn ich ehrlich sein soll, das sieht halt nicht so gesund aus. Ich würde jetzt vorschlagen, wir bestellen uns eine Pizza. Jimbo wird das jetzt auch nicht probieren. Meine Mausi auch nicht. Leute, sorry. Nächstes Mal geben wir uns mehr Mühe. Wenn euch das Video gefallen hat
oder ihr uns trösten wollt, gebt uns ein Like. Über ein Abo würden wir uns auch sehr freuen. Falls wir bald die 100 Abonnenten schaffen, habe ich da ein ganz besonderes Special vor. So, aber für Leute, die Jimbo vielleicht vermisst haben. Jimbo, komm hoch. Utsch, 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 utsch. Utsch, utsch, komm, utsch. Sitz. Jimbo bekommt ein bisschen was von der Käse hier. Das ist ja noch in Ordnung. Also so, wo es nicht verbrannt ist. So Leute, aber wir haben jetzt auch selber Hunger. Wie gesagt, entweder wir machen uns jetzt Nudeln oder sabber mich noch voll, mein Freund. So Leute, jetzt mit diesem Satz beenden wir das Video. Wir hatten sehr viel Spaß, aber auch sehr kritische Momente, sage ich mal. Ich hoffe, ihr hattet aber Spaß zuzuschauen. Wir sehen uns demnächst hoffentlich mit einem besseren Rezept und mit einem besseren Kahn, der dann auch das Essen tasten kann. Bis bald. 3, 2, 1, Cut.